Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Ich teste mal wieder was für euch und zwar diesmal die drei Öle von der Genießbar. Die habe ich zugeschickt bekommen und ich bin gespannt, wie sie schmecken. Pepperoniöl, Landöl mit Buttergeschmack und Parmesanöl. Ich fange mit dem Pepperoni-Chiliöl an. Dafür habe ich mir eine Menge Gemüse klein geschnibbelt. Champignons, die sind unten drunter, Paprika, Zucchini und Zwiebeln. Und habe dann erstmal das Öl probiert, weil ich esse nicht gerne so scharf und wollte nicht, dass das Ganze dann zu scharf wird. So sieht das aus und ich habe es jetzt erstmal probiert und habe dann festgestellt, es ist eine leichte Schärfe, mit der ich gut leben kann, sehr lecker, also eine dezente Schärfe, sage ich jetzt mal. Ich habe dann von diesem Pepperoniöl einiges über dieses Gemüse drüber gegeben und habe dann das Ganze gut durchgemischt und dann auf ein Backblech gegeben zum Überbacken. Und das habe ich dann so lange drin gelassen, bis es gar war und bis es so ein bisschen braun war, wie ihr hier sehen könnt. Und dann habe ich das in eine Schüssel gegeben und noch Bulgur dazu gekocht und dann habe ich da einen Salat sozusagen draus gemacht. Ich habe da nichts weiter hinzugefügt, außer noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Und das war super, super lecker. Und die leichte Schärfe, die kommt auf jeden Fall durch und passte perfekt zu diesem Salat. Das Landöl mit Buttergeschmack habe ich dazu verwendet, um Maultaschen anzubraten. Bei uns im Lidl gab es eine Aktion, eine vegane Woche. Da gab es dann auch vegane Maultaschen. Und da ich Maultaschen viel lieber gebraten mag als gekocht, habe ich mir gedacht, das passt sicher ganz gut. Und es ist tatsächlich so, dass der Buttergeschmack ziemlich gut dabei rauskommt. Und für jedes Gericht, wo man früher vielleicht Butter verwendet hat oder wo der Buttergeschmack erwünscht ist, ich denke auch hier gerade besonders an eine Sauce Hollandaise, ist das sicher eine super Sache. Ich gehöre jetzt nicht so zu den Leuten, die Butter vermissen, aber es ist auf jeden Fall mal eine interessante Alternative. Bei uns gab es dann diese Maultaschen zusammen mit einem Salat. Auf das Parmesanöl war ich am gespanntesten und deswegen mache ich direkt zwei Sachen damit und zwar einmal ein Salatdressing mit diesen Zutaten hier. Ich zeige euch das mal gerade. Das sind eine kleine Knoblauchzehe mit 2 Esslöffel hellem Balsamico-Essig, ein Teelöffel Dijon-Senf, 50 Milliliter Gemüsebrühe, 2 Esslöffel Sojasahne habe ich da jetzt reingetan, würde ich beim nächsten Mal aber Creme Vega nehmen, weil das ein bisschen zu flüssig war für mich. Dann ein Teelöffel Agavendicksaft und dann 3 Esslöffel von dem Parmesanöl sowie Salz und Pfeffer. Das Ganze habe ich dann in den Personal Blender gemixt und ich habe erstmal eine kleinere Menge gemacht, weil ich jetzt nicht wusste, wie die schmecken wird. Aber die ist so, so lecker geworden. So ein richtig tolles Parmesan-Dressing. Einzig, das sollte ein bisschen dicker sein, deswegen würde ich beim nächsten Mal halt Creme Vega da reingeben. Dann habe ich gleichzeitig dann Nudeln gekocht und brate jetzt hier Zwiebeln und Knoblauchzehen in dem Parmesanöl an. Dazu kommt noch ein Päckchen passierte Tomaten. Ich habe das Päckchen dann noch mit etwas Wasser ausgespült. Dann wird das Ganze nur noch gewürzt und zwar mit Oregano, Salz und Pfeffer und ein bisschen Paprika edelsüß habe ich noch reingetan. Und dann muss das ein bisschen einkochen. Ein bisschen Gemüsebrühe kann man auch noch reingeben. Und das habe ich dann gegessen mit Hefeflocken. Das ist auch wichtig für mich für das Mundgefühl. Und bei der Soße war das jetzt so, dass ich da jetzt nicht sagen kann, dass der Parmesangeschmack da jetzt so sehr stark rauskam. Bei dem Salatdressing dagegen war das richtig toll. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder einen Einblick geben, was es mal wieder so Neues gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.